Der Terror hat Verdansk zu Halloween in seine Fänge genommen. Bis zum 3. November läuft das Halloween-Event von Call of Duty Warzone und bringt den bislang abwechslungsreichsten Spielmodus aufs Schlachtfeld. Bei Zombie Royale spielen Dreierteams in einem etwas kleineren Bereich der Karte gegeneinander. Dazu ist Verdansk nun im Nachtmodus. Dieser hätte allerdings gerne etwas dunkler ausfallen können. Der Trailer verspricht noch gruselige Stimmung, aber die Sichtweite ist nahezu identisch zum normalen Modus. Die große Neuheit liegt nun aber im Tod. Wer stirbt, muss nicht in den Gulag. Stattdessen bekommt er eine zweite Chance als Zombie. Und hier sind mit Zombies keine langsamen, zerfallenen Ghule gemeint. Nein, Zombies in der Warzone sind schnell und fies. Sie haben ein durchgängiges Radar, welches Gegner aufdeckt und können dazu noch sehr schnelle und hohe Sprünge ausführen. Außerdem haben sie EMP-Explosionen und Gasgranaten als Fähigkeit, um ihre Gegner zu schwächen. Wer als Zombie wiedergeboren wird, hat aber dennoch die Möglichkeit, zurück ins Spiel zu kommen. Mit zwei Virenmitteln wird die Nekrose aufgehoben. Diese Mittelchen lassen Spieler fallen, wenn sie sterben, und können nur von Zombies aufgehoben werden. Hat sich ein Untoter zweimal antiviert gespritzt, kommt er wieder zurück ins Spiel. Das Besondere an Zombie Royale? Das komplette Inventar bleibt erhalten. Ein Wiedereinstieg erfolgt also mit allen Gegenständen, die vor der Zombie-Verwandlung auch im Inventar waren. Stirbt ein Spieler zum zweiten Mal, kann er, anders als im normalen Spielmodus, erneut als Zombie spielen. Nur wenn ein Zombie stirbt, ist der Spieler wirklich tot. Das führt besonders zum Ende einer Runde zu viel Chaos und dem richtigen Gruselfaktor. Hier gibt es immer mehr Zombies auf immer kleinerem Raum, die sich um die Lebenden prügeln, um an ihr Virenmittel zu kommen. Am Ende gewinnt das Team mit dem letzten lebenden Spieler. Dazu hat Activision noch einiges an Loot in die Boxen von Verdansk gepackt. Dabei sind 16 Belohnungen in 16 verschiedenen Gebieten zu finden. Wer alle findet, schaltet als Bonus noch den Kürbisknüppler-Skin für die Juliette frei. Schwierig ist das übrigens nicht, die Gegenstände sind nicht gerade selten und können in jeder Kiste vorhanden sein. Zu guter Letzt gibt es noch drei neue Skin-Pakete im Shop. Wer sich gerne als Hautkriecher aus dem Texas Chainsaw Massacre, als Billy von Saw oder als Dr. Karloff verkleiden will, kann hier zuschlagen. Aber wer ist denn Dr. Karloff? Der gute Mann ist eine Eigenkreation des Entwicklerteams und gehört zu keiner Franchise. Er wird als berüchtigte Vorstadtlegende von Verdansk beschrieben. Zu Lebzeiten war er ein Wissenschaftler, der wie ein Besessener die Auswirkungen von Elektrizität untersuchte und Experimente an denen durchführte, die seinem Versteck zu nahe kamen. Ob es zu diesem Charakter oder der Geschichte noch mehr Inhalte geben wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.